Ein neues gesellschaftliches Phänomen macht sich in Deutschland breit. Es geht um eine gesamteuropäische Modeerscheinung, die Menschen im Alter von 5 bis 99 Jahren betrifft. Diese neue musikalische Betätigung nennt sich Saxophonquartett. Wir haben eines dieser Quartette bei ihrer Probe besucht. Schon geht es los. Eine Saxophonistin und drei Saxophonisten finden sich hier zu einem Quartett. Ihre Instrumente haben sie vorbereitet, indem sie eingespeichelte Holzblättchen an das Mundstück geschnallt haben. Die Tour macht Einsätze notwendig. Man sieht schnell, wer den Ton angibt. Doch schnell finden sich die Musiker in einem musikalischen Fluss wieder, der die Zuhörer mitnimmt und sie eins werden lässt. Ein Meer aus Klangfarben breitet sich aus. Avantgarde. Sphärische Klänge füllen den Raum, ein Klangteppich gefühlvoll geblasener Töne schmeicheln den Ohren und zieht Hörer und Hörerinnen in seinen Bann. Aber zurück! Nach der Probe gibt man sich ungezwungen und ausgelassen. Wird sich dieses neuartige Phänomen durchsetzen? Letztendlich hat es der Zuhörer in der Hand, indem er seinen Gefallen mit einem Daumen nach oben zum Ausdruck bringt.